Okay. Den Server reparieren. Oh ja, das machen wir täglich. Ha, wie gut! Ja, das war aber auch schon im Vierer. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Auch schon Far Cry 3. Aber Warum? Ich finde es ein gutes Spiel. Hä? Far Cry 3 fand ich gut. Echt gut. Ja, ich hab's nicht durch. Welches Spiel hast du schon durch? Alle Assassin's Creed bis auf Syndicate? Gilt nicht. Momentan. Können wir bitte darauf spielen? Bitte, 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 bitte. Curve TV. So, hacken. Yay. Hacken. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Nö. Gut. Ah, doch. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Ach, da. Na los, patchen Sie mich in Ihren Feed. Oh ja. Ich patche Sie ganz gerne. Workstation mit Helix. Oh. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Das ist ein richtig schöne Rätsel. Das erste ist pieps einfach. Aber. Hä? Schau mal unten auf die Steuerung. Ach, Ringwellen. Ja. Das erste Rätsel ist pieps einfach, aber. Dieser Kern war nicht komplex. Da kommen richtig, richtig schwere. Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Ah, okay. Ja. Schön, dass ein Server so gut gesichert ist. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. What? Was war? Aber Al-Mualem war ja auch von wegen, also er war der Einzige, dessen Ideologie eher mit der Templer zusammenhing. Scheinbar, er war ja auch das schwarze Schaf. Weil er eine schwarze Robe trägt. Ja! Witzig. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Ja. Wenn Sie da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie nun behilflich sein wollen. Und wollen wir gleich mal mit noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie nun, wenn Ihnen danach ist. Aber wenn ich danach trinke? Der Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Okay. Nun, da Schädelerinnerungen freigeschaltet sind. Stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Entdeckung. Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird sie zu einem tieferen Verständnis führen. Okay. Darf ich? Ja, jetzt darfst du. Wenn ich eh schon da bin, ne? Ja. Yay. Jean-François Brunet, Melanie May. Einfach durchblättern, Lukas. Einfach durchblättern. Sorry. Sorry. Guter das war's schon. Ich an Ihrer Stelle würde nach pikanten Details suchen. Aber ich bin eine schreckliche Person. Guck mal, da liegt Schokolade. Ich hab's gesehen, aber die ist irgendwie zwei. Oh, viel Spaß mit dem Kern. Links steht die Erklärung zu den Sachen. Das ist ein Spalter. Okay. Kannst du auch gerne den Controller mir geben für Rätsel, aber... Also ich würde zumindest gerne mal ausprobieren. Okay, gut, ja. Ich glaube, das ist noch eins der leichteren. Okay.
Ja, du hast es schon gelöst. Nein! Entschuldigung. Du hast es schon. Hä? Gelöst. Nö. Warte. Doch. Ich muss Ringdrehung, dann muss ich aber. Nee, muss ich nicht. Wähl mal einen anderen Ring, ja, ja. Ah, ja. Den da. Ah, cool. Okay. Ich glaube, da muss ich mich erst einleben. Ja. Ja, das ist schwer am Anfang. Und es wird nicht leichter. Nein, ich meine die Orientierung im Rätsel. Infolge der Reinigung von 2000 wurde William Miles de facto Anführer der Assassinen. Ein listiger, skrupelloser Stratege. Er hat viele Agenten ausgebildet, die Abstergo infiltriert haben. Unter anderem Clay Kaczmarek und Lucy Stillman. Ende 2012 habe ich William Miles in Kairo geschnappt und an Warren Wittig in Rom übergeben. Miles' Sohn Desmond griff Abstergo an, tötete Wittig und Meistertempler Daniel Cross. Er floh in einen Tempel der ersten Zivilisation in New York. Am 21. Dezember wurde Desmond Miles in einem Vorläuferbauwerk ermordet. Ein trauernder William Miles ging in den Untergrund und überließ die Bruderschaft Gavin Banks. Banks führte ein kleines Team in der ganzen Welt und versuchte, Assassinenzellen aufzubauen. Er wurde in Kyoto, Moskau und Paris gesichtet. Miles tauchte Ende 2013 wieder auf. Und wir wissen, dass er in der Infiltration von Abstergo Entertainment Montreal durch die Assassinen Sean Hastings und Rebecca Crane beteiligt war. Sowohl Miles als auch Banks sind verschwunden. Agentin Da Costa hat den Akashic-Satelliten Plexus angewiesen, den Planeten nach Assassinenaktivitäten abzutasten. Wir müssen sie nur noch finden. Hm. Okay. Ja. Das finde ich auch immer interessant. Also gerade Assassin's Creed, finde ich, ist doch relativ storylastig oder ziemlich storylastig, wenn man sich damit beschäftigt. Du redest gerade von der Gegenwart-Story? Ja. Das ist der letzte Höhepunkt, den wir haben werden in Gegenwart-Story. Echt jetzt? Rogue, ja. Zumindest bis das nächste Assassin's Creed rauskommt. Okay. Ja. Ich stand nochmal schnell zum Aufzug. Also Unity ist ein absoluter Witz, was Gegenwart-Story angeht. Und Syndicate ist anscheinend auch ziemlich. Okay. Ziemlicher Humbug. Ich schnapp mir mal noch das da. Ist aber schade. Ja. Okay. Robert Fraser. Hi, Robert. Nein. Arno. Was? Dorian. Ihr Thema heißt Arno Dorian oder Dorian? Dorian. Arno Dorian. Du weißt nicht, wer Arno ist. Hauptcharakter von. Ja. Okay. Unity. Ja. Mhm. Arno Dorian. Das Spiel ist kaputt. Papa. Es hat einen Teppich. Wieso hat das Spiel einen Teppich? Links neben dir vielleicht den Computer. Du kannst die Map aufmachen mit A, glaube ich. Dann oh, siehst du, okay. Wo Computer sind. Ah, schön. Wenn du jetzt schon alle Computer machen willst, die gehen. Was natürlich immer sehr klug ist. Oh nein, das ist so schwer. Ein. Ach, das ist Transparenz, okay. Genau. Und nur dadurch kann der Strahl. Dort ist es fast schon. Oh. Ja, nur da kann der Strahl durch. Nein, Lukas, nein. Ah, falsche Richtung. Ja. Hier? Ja, und dann? Genau. Die Anfangsringe haben ziemlich viele Lösungsmöglichkeiten. Also ich. Die schweren Ringe haben meist nur eine einzige Lösung. Mir geht's darum, dass das halt auch mit der. Hatham Canway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus, mit dem Auftrag, eine Vorläuferstätte zu finden. Hatham war gerissen und skrupellos. Aber er zeigte eine gewisse emotionale Schwäche, die zu seinem Fall führte. Er verlor als Kind seinen Vater und der englische Großmeister, Reginald Birch, erzog ihn zum Tempelritter. Hatham erfuhr schließlich, dass sein Vater Edward ein Assassine war, dass er beschloss, Templer zu bleiben, statt in seines Vaters Fußstapfen zu treten, beweist mir, dass er glaubte, schon auf dem rechten Pfad zu sein. Als Hatham entdeckte, dass Birch einer der Mörder seines Vaters war, töteten er und seine Schwester ihn aus Rache.
Ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Templer töten aus Nutzen, nicht aus Gefühlen. Als er entdeckte, dass sein Sohn Connor Assassine war und gegen ihn arbeitete, stoppte dieselbe emotionale Schwäche seine Klinge. Ein trauriger Connor erwies ihm nicht dieselbe Gnade. Yep. Verdient. Haytham war eindeutig der Bessere als Assassine im Vergleich zu Connor. Tja. Ich kann nicht häufig genug betonen, wie schade ich Connor finde. Nein, PC hinter dir. Machen wir erstmal die PCs und dann machen wir weiter. Hätte ich jetzt so gesagt, okay, weil du hast ja schon so reingehört. Ich dachte mir halt immer zwischendurch mal wieder den einen oder anderen. Die Textdateien bekommen sind sehr kurz, die Audioteile sind sehr kurz und die Videos sind interessant. Ja. Und jetzt? Das erwischt den ja eh nicht. Ja, richtig. Aber das heißt, es geht, also den da... Du kannst die Kamera drehen, dann siehst du auch, auf welcher Ebene immer welcher Ring ist. Ah, okay. Kern repariert. Hi Boss, sind Sie in Deutschland? Ja, ich bin in Essen und suche nach einem Artefakt namens Ankh von Isis. Können Sie mir dazu etwas sagen? Geben Sie mir eine Minute, um meine Maschinen anzuwerfen. Okay, nicht viel. Es gibt eine obskure Datei vom Datenmüllscanner, der es erwähnt. Vermutlich im 14. Jahrhundert bekämpfte in Deutschland ein Assassine namens Lukas Zurbruck einen Templerableger namens Die Brüder des Kreuzes. Wie originell. Das ist die Datei, die mich zu diesem öden Scheißhaufen geführt hat. Sonst noch was? Etwas außerhalb der offiziellen Abstergo-Aufzeichnungen? Keiner hat das Ding je gesehen. Es gibt jede Menge Legenden über seine Geschichte. Aus dem römischen Gallien, dem mittelalterlichen Ägypten und selbst von einer Zelle heutiger Assassinen. Oh, und offenbar erweckt es die Toten. Gibt es Beweise, die das stützen? Keine. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, das ist Bullshit, den die Assassinen verbreiten, damit Leute wie wir wertvolle Zeit damit verlieren. Das riecht nach Falle. Zugegeben. Achten Sie auf neue Informationen in Sachen Ankh. Auch wenn sie nicht zu einem Artefakt führen, können wir die Daten vielleicht zu einem Assassinen zurückverfolgen. Alles klar, Boss. Wohin geht es jetzt? Kuba. Ich werde das Observatorium ausgraben. Haha! Das Observatorium oder ein Observatorium? Das Observatorium. Da, what? Ja, wieso? Ach, nur so. Guck doch auf die Karte. Ja, guck mal da hin, oder? Da siehst du, welche PCs noch zu erforschen sind. Was ist der eine Pfeil? Norden? Ja, das ist Norden. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Stück weiter, oder? Mach das, ja. Du sitzt am Controllero. Am Controllero. Du hast die Controller. Die Controller. Ich habe jetzt auch einen Controller in der Hand. Ja, toll, ein PS4-Controller. Das ist echt toll.